Moin und willkommen zurück zu Satisfactory. Und ich würde sagen, wir fixen schnell hier dieses Problem, dass da so wenig Kabel kommen. Ich hoffe, dass das relativ schnell gehen wird. Davon gehe ich aus. Das bekommen wir hin. Kupfer haben wir ja mehr als genug da. Gut, was brauchen wir eigentlich? Moment. Wir brauchen dich nochmal. Ist einfach daneben. Brauche ich nicht, ich habe keine Kabel. Lol. Fängt ja schon behindert an. Aber die habe ich ja gleich. Genau, dann brauchen wir Draht, haben wir auch alles da. Die Stahlrohre kommen ja aus der Wüste, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Müsste. Dann sollte das funktionieren. Gut. Jetzt. Ey, welche waren das? Die hier? Bekommst auch noch gleich Strom. Gut, dann brauche ich ein bisschen mehr Draht, glaube ich. So, genau, das geht dann da rein und da ist das Problem. Einfach zu wenig Kabel. Ich würde sagen, wie viel kommen da jetzt raus? Eigentlich auch zu wenig. So. 7,5, das ist gut. Machen wir das hier auf. Brauche ich noch einen zweiten dafür? Jetzt doch wieder ein bisschen eng. Das geht aber noch. Ist es hier? Genau. Muss ich. Habe ich die Folge gemacht mit Schnitt? Ach, Scheiße. Du Scheiße. Okay, na gut. So, hier kommt Saturn raus. Die können gleich mal. Ich gehe hoch. Hol schnell. Ist ja gleich hier irgendwo, da hinten sind sie. Ja, und so kostet das immer wieder Zeit. Ich habe gar nicht so viel Platz. Warum ist das angebrochenes Deck? Hier, du kommst auch noch weg. Aber jetzt erstmal Ruhe. Gut. Genau, und dann kommen die Statoren da rein. Nochmal das, dass ich ein bisschen Platz habe. Das ist nicht ganz gerade, scheiße. So. Da komme ich noch rein, oder? Ja, das geht schon noch. Genau. So, dann bekommst du auch noch gleich Strom. Und dann reiße ich das ab. Ja, ich möchte das jetzt echt fix machen, nicht so viel Zeit daran verlieren. Passt. Gut, und du brauchst jetzt natürlich die Stahlrohre, die kommen von da drüben. Dann mache ich hier nochmal weg. Ups.
Achso. Genau. Aber ich bleib oben. Nein, das passt nicht, oder? Scheiße. Das ist gar nicht so einfach. Eine Kurve machen und dann. So. Vielleicht. Schaut gut aus. Gut. Hätten wir das und hier kommen die Kabel hin. Gut, und hier kommt noch rein. Quadrat. Wie viel Quadrat brauchst du denn? 40, 60 mal ungefähr. So, Constructor. Fangen wir mal an. Das wird zu wenig sein. 90. Weil ich brauche hier auch noch Kabel. Machen wir mal noch einen hier. Wird schon passen. Genau, hier ist das Kupfer. Versuche ich das nochmal so. Den Splitter direkt draufsetzen. Jetzt snappt da ein. Okay. Funktioniert. Perfekt. So, das heißt Splitter. Jetzt geht es mit den ganzen Splittern wieder los. Oh mein Gott. Genau, dann gehst du da hin. Ja, mittlerweile habe ich da echt Übung drin. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Da zeige ich es auch, mittlerweile habe ich echt Übung drin, sonst setze ich den Splitter falsch. So muss das sein. Oben drüber, genau. Und dann perfekt. Gut, dann kann ich hier schon mal ein bisschen alles anschließen. Alles nur wegen dem Weltraumlicht, das ist echt. So. Das wäre natürlich auch geil, wenn ich jetzt quasi an einer Seite den Masten hinsetze und ich die Fabriken, ähnlich wie die Akkus, einfach in der Reihe schalten kann. Einfach so quer rüber. Das wäre super. Habe ich das hier gemacht? Ne, passt. Da hat der keinen Strom, oder? Ja. Ich muss es ausprobieren. Es haben alle Strom, passt. Kommen da 120 Draht raus. Die positioniere ich jetzt erstmal schnell. Und da kommt jetzt noch mal ein Splitter her. Wird verrückt. Genau, und das geht dann quasi da rein. Aber. Nee, nicht aber. Draht brauche ich nicht, oder? Nee, passt. Da hätte ich den Splitter gar nicht gebraucht. Egal.
gut, dann kommen. Jetzt wird's interessant, wie viel Kabel brauche ich? Oder wie viel machen die? Na, so rum. Eins, zwei. Ich habe wahrscheinlich keinen Platz mehr. Drei. Und 30. Okay. Kommt genug. Problem ist, das frisst übelst. Übelst, Draht. Naja, egal. Okay, Moment. Machen wir das so. Schon weg oder was? Was? Ich glaube, ich muss da hinten noch mal ein, zwei machen. Aber man sieht schon wieder. Scheiße, es kommt einfach viel zu wenig Kopf an. Noch geht's, noch geht's. Das läuft halt hier null voll, oder? Ja, doch, es geht. Okay, Moment. Mache ich hier die Fusionatoren hin. Ah, das ist schon wieder ein Chaos gerade. Na. Passt das? Ich glaube. Oh, ich habe keinen Treibstoff mehr. Das ist jetzt ganz schlecht. Ja, egal. Dann arbeite ich jetzt momentan ein bisschen damit. So machen sie ja hier mehr als genug. Irgendwie muss ich jetzt hier einen Fusionator hinbauen. Genau, weil du... Das wird jetzt halt auch wieder alles eng und chaotisch, aber das geht sogar vielleicht. Mal schauen. Genau, dann kommt hier ein Splitter her. Geht nicht. Ach, jetzt heißt so, was soll's. Passt. Das ist ja hier alles verbunden, okay. Das auch, da wird schon fleißig produziert, oder? Ja. Gut, es bekommen die drei hier noch Strom. Genau, es wird Kabel produziert. Ich glaube, ich mache da einfach noch sicherheitshalber. Zwei hin. Oder? Man sollte es sich vielleicht auskennen. Splitter in diese Richtung. Dann Fusionatoren und dann sind wir eigentlich schon fertig. Strom noch. Autosave. Aber dann haben wir, glaube ich, wirklich fast alles gerade gezogen, was man gerade ziehen kann. Das einzige Problem, was ich jetzt eventuell noch sehe, ist Pull. Na, komm schon, eins und dann noch einer.
Ja, das einzige Problem, was ich jetzt sehe, ist, glaube ich, dass hier zu wenig Kupfer ankommt. Für das hier. 300, 600 Kupfer brauchen die, das ist schon brutal viel. Genau, hier ist alles okay soweit. Da habe ich auch erst 271, aber okay, das passt erstmal. Da habe ich ja mehr und es läuft ja zumindest ein bisschen. Es könnte sein, dass ich irgendwann mal anfange, hier noch ein zweites Kupferband runterzulegen. Ich habe ja oben noch Kupfer, also das ist nicht das Problem, aber jetzt müsste es hier schneller gehen. Pro Minute. Das ist natürlich eine Hausnummer. Naja, egal, es geht auf jeden Fall schneller als davor. Gehe ich mal von aus. Muss es. So, jetzt gehe ich hoch, hol mir Treibstoff und dann geht es weiter beim AKW-Projekt. Ja, Treibstoff war da hinten irgendwo. Ein bisschen schneller, wenn dieses Schwebelucksack wäre, dann wäre das echt eine Alternative. Hier läuft alles. Caterium kommt ja auch langsam wieder aus dem Wald, wo ich eigentlich nie hin wollte wieder. Naja. Und zwar kommt das, Moment. Und hier, ich ziehe das gleich vor. Nehme ich mir von oben raus. Und das gerade ist heftig. Ist es das? Ich glaube schon. Sieht gut aus. Genau, ich würde sagen, die Caterium. Ne, wir machen wir alles drinnen. Also, nee, wir machen das so. Hier draußen mache ich noch zumindest die Caterium waren. Das müsste ich brauche ja so viel brauche ich ja nicht. Ne, ich mach's gleich gescheit. Also ich würde sagen, die Stück reichen, oder? Geht sich das überhaupt aus? Wie viel brauche ich denn? 15 Kriterium kommen da raus, also Barren. Und du brauchst 12, okay, ein bisschen Verschwund habe ich. Jetzt habe ich natürlich nicht geschaut, wie viel der da hinten braucht. Kriterium Draht. Wenn ich sage, ich brauche mindestens 4 von denen, kann ich natürlich nicht bauen, weil ich nichts dran gedacht habe. Doch, kann ich sogar. Von denen und ich brauche, ich weiß es halt nicht. Davon gehe ich jetzt mal aus. Zack, wo war es hier? 75 Turbo, das ist nicht viel. Zu nah ran darf ich nicht. Wo ist die Höhle? Ich sehe sie gar nicht da. Ja, ein bisschen geht schon noch. Eine noch auf der Seite und die andere auf der anderen Seite. Oder? Ja.
Obwohl, scheiß drauf. Gleich auf der Seite. Gib mir jetzt Plastik aus, naja. Ich kann hier eigentlich gleich immer, wenn ich hin und her laufe, immer alles vollziehen, weil ich muss, das wird hier alles zugepflastert irgendwann. Muss es ja. Also richtig Angst habe ich das Wasser. Ups. Und da unten da hochpumpen. Zum Kühlen für die AKWs. Da habe ich richtig Schiss davor. Also, das wird ein richtiger Unfall, glaube ich. Gut. Also 75 braucht einer. Wie viel macht der? 60. Dann mache ich es vielleicht doch. Ne, mache ich nicht. Was soll's. Ich mache mal sicherheitshalber noch einen Schmelzer hin. Und da habe ich keinen Platz mehr. Mache ich auf der anderen Seite noch einen hin? Lol. Und dann brauche ich noch zwei verstärkte Eisenplatten. Lass mir die mal wieder ausgehen. Die kann ich ja machen, oder? Ist ja easy. Ich kann auch nebenbei mal schnell die Energiefragmente machen. Das soll ganz schön lange die lila Schnecken. Verstärkte Eisenplatten, wo sind sie? Eine kann ich machen. Gras. Dann darf ich jetzt echt zurück, um die scheiß Eisenplatten holen. Ganz schön trostlos aus, ja. Was hast du eigentlich für einen Auftrag? Achso, da wollte ich wahrscheinlich schauen, wie ich das mit dem Kunststoff mache. Laufbecken sind mittlerweile ganz schön weit. Zack, passt. Da runter. Tja, wenn ich da was rausnehme, dann heißt es, die nächste Fabrik läuft an und braucht Strom. 48%. Das wird nicht lange gut gehen, glaube ich. Vor allem, weil es ja, wird ja eigentlich immer mehr und immer mehr, was dazukommt. Da durch. Ja, klar. Was war es jetzt? Produktion, Constructor. Habe ich ein bisschen Katerium-Bahn-Verschwendung, weil da kommen 15 raus und die brauchen bloß 12, aber da muss ich die ganze Scheiße mit den Splittern und Fusionatoren jetzt nicht machen, wegen minimal was, also. Das ist echt Schmarrn. Gut, da stelle ich die ganzen Rezepte ein. Passt. Jetzt kommt aber trotzdem hier. Machen wir es hier. Splitter hin. Oh, das ist knapp mit dem Container, aber es geht noch. Perfekt.
Muss gleich gucken, wenn ich das die ganzen Förderbänder dahinter lege, dass ich das sinnvoll mache, dass ich mich nicht gleich verbaue irgendwie. Dass ich da keinen Platz mehr habe. Gut, das läuft. Das da hinten müsste dann, da kommen die ganzen Fusionatoren hin. Genau. Dann würde ich sagen, ist das Tor hinter mir der Eingang für die ganzen Förderbänder. Und ich schaue jetzt mal ganz kurz. Oh, dann schaue ich halt nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich irgendwie eine Tür oder sowas machen kann. Mache ich das nächste Mal, wenn ich es nicht vergesse. So, wie sind denn das? 1, 2, 3. Es reicht nicht. Okay, so, so. Doch, es reicht. Zumindest für die hier vorne. Für die da hinten nicht. Habe ich nur noch einen Slot. Und da kommt dann daher. Dann machst du den und du brauchst Strom. Tja. Perfekt, jetzt läuft es an. Eieiei. Ich probiere jetzt mal was ganz Wildes. Jetzt mal da rein einfach. Dann habe ich hier die Kieselerde hier. Ich habe schon wieder vergessen, was ich noch brauche. Kieselerde, Uran, den Draht. Halt, geht das vielleicht? Ne, das mache ich so nicht. Das gleich ein bisschen, das ist zu weit. Meine Güte, ich habe nämlich was vor, ein bisschen Platz sparen zu bauen. Das ist vielleicht verdammt aufwendig, aber ich das genau drauf. Perfekt. Wenn ich jetzt hier eine Kurve mache. Beint mir das mal auf die 4. Und dann gleich hier. Das müsste eigentlich gehen. Teste ich mal. Sollte ich noch ein Stück vor. Vielleicht sollte ich davor schon hoch. Das ist eigentlich die gleiche Höhe. Schon. Alles andere wird dumm. Gut, und das funktioniert, oder? Ja. Sehr gut. Dann lege ich jetzt das Band mal vor, schön am Rand. Oh Mann, das wird ein Aufwand. Ah ja. Muss auf jeden Fall noch Kunststoff holen gehen.
jetzt mal hier. So, was brauche ich jetzt noch? Schwefel. Nee, ne, gut, Schwefel brauche ich. 100. Und ich habe gesagt, wenn ich hintergehe, dann nehme ich gleich was mit. Jetzt schaue ich mal später, ob ich das hinbekomme. So einfach jetzt so. Ja, ich bekomme es hin auf jeden Fall. Das weiß ich aber, ob es sehr einfach ist oder ob es nicht ganz so einfach ist. Gut, wo war mein, da ist mein Schwefel. Und da oben ist die Schwefelmine, glaube ich. Entweder habe ich schon genug Schwefel oder ich muss einfach die Schwefelmine upgraden oder eine Schnecke reinhauen oder irgendwas. Eigentlich voll? Ja. Gut, hier kommt das ganze Schwefel rein. Das sind 3 Stück. Die brauchen insgesamt 150 Schwefel. Auch nichts übertaktet, oder? Ne. 150 Schwefel, also 250 muss er machen. Und er macht 180. Jetzt bist du im MK2, ja. Kann ich mit? Na, scheiß drauf. Oder? Könnte ich einen MK3 bauen? Ja. Ich probiere es einfach. Stück Platz habe ich, genau, passt. Dann kommt hier ein MK3 drauf und der macht jetzt schon 240 mit einer Schnecke. Okay, das passt gleich wieder rein. Passt, da habe ich jetzt genug. Ja, was ist das am Band? MK5, okay, passt auch. Das ist hier alles MK5, oder? Ja. Dann nehme ich hier das weg. Jetzt hier einen Splitter drauf. Genau. Und dann muss ich da irgendwie rüber, lol. Ich muss mal wieder, habe ich lange nicht gemacht, eine Sprengung durchführen. Tschüss. Ziehe ich das her? Das ist alles nicht schön, was ich hier mache, das gebe ich zu. Aber so habe ich wenigstens das Schwefel schon mal ziemlich easy hier. Das ist halt auch null ausgerichtet alles. Also das wird bei meinem zweiten Spielstand definitiv so nicht mehr passieren. Und dann gehe ich da durch. Geht das? Yes. Dahinter komme ich da durch. Oh ne, da muss ich noch eine Reihe setzen. Auch so ein mega Band wieder. Naja.
geht noch. Habe ich hier irgendwo ganz zufällig einen Shop aufgebaut mal? Sieht nicht so aus. Naja. Also ein Shop, ich wollte gerne mal gucken wegen einer Tür. Es gibt Türen, das weiß ich aber. Oh, das könnte eng werden. Oh ne, das geht sogar vielleicht. Aber da habe ich, glaube ich, die maximale Ausbeute von 4 Bändern pro Foundation ausgereizt. Kommt mir viel zu wenig an. Und wenn, und dann ist das Problem, wenn das hier voll läuft. Es ist nicht voll, Gott sei Dank. Das ist fast leer, das ist gut. Wo ist denn der Zug? Der ist gerade oben. Die Kanister, haben die alle Kanister? Ne, der nicht, das ist ein Problem. Naja, es geht noch, glaube ich. Gut optimiert ist das nicht. Aber wenn ich mir das hier anschaue, ist hier überhaupt nichts gut optimiert. So, jetzt muss ich da hoch. Jetzt ist es eins zu kurz, oder? Nee. Kommst du da rüber? Passt das? Ja. Darf ich hier eine komplette Reihe hochziehen, oder? Nee, ich gehe einfach so durch. Was soll's? Also ich habe gemeint, dass ich hier eine komplette Reihe vorziehen muss, aber ich gehe einfach mitten durch. Was soll's? Gut aus. Komm ich da durch überall? Ja, ja. Alles gut. War es gleich nicht so intelligent, wie ich das gemacht habe. Oder? Geht das? Es geht noch. Fast 1000 Förderbänder, also diese Aluplatten, geballert. Geht das da runter? Halbwegs nah daran. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mit einem Tor nicht weit komme. Im Endeffekt. Geht. Das geht auch. Jetzt war ich schon unterwegs, habe das Kunststoff vergessen. Das ist natürlich doof. Gut, ich habe auch keine Platten mehr gleich. Dann mache ich jetzt noch hier ein bisschen Foundations. Vielleicht mal so ein Gitter ziehen. Oder? Ja. Mach hier gleich mal das zweite noch weg. Da kommt auch da noch was rein. Ey, ich werde sehen. Nee, ich lasse es dort. Ich werde sehen. Alles muss eine Ordnung haben. Hier gleich noch mal welche hin. Geht das noch so? Ja. Das ist gut. Immer mal wieder ein bisschen. Schön bauen. Habe ich jetzt irgendwie Bock drauf momentan? Ich weiß ja nicht, ob das schön bauen ist. Aber auf meine Verhältnisse schon. Vorerst.
Gut. Dann haben wir das Problem mit dem Weltraumlift gefixt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war oder nicht. Keine Ahnung. Ups. Und hier haben wir eigentlich ordentlich was gemacht. Der Draht ist da, ist endlich. Das ist sehr gut. Die Kieselerde ist schon da. Das Schwefel ist da. Jetzt fehlt nur noch das Uran. Das holen wir das nächste Mal von da hinten. Wenn bis dahin nicht der Saft ausgeht. Wie viel das nochmal? 51% immer weniger. Naja, noch geht's. Na gut, ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.